almost as good as Yang. I thought he was unchallenged at that old bastard's school. Who are you? Have you not figured it out by now? Enough games. Let's put an end to this show. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück. Ihr seid gerade Zeuge des Bosskampfes gewesen gegen diesen Feuertypen. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe mir das Ganze nochmal bis zu dem Zeitpunkt gespielt. Dann war ich eigentlich in einer ziemlich guten Jahreszahl bei dem und dachte mir, ich probiere es nochmal. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe ganz klein wenig geschmummelt. Beziehungsweise ich habe ein ganz klein wenig mal nachgeguckt, was für eine Strategie man bei dem braucht. Und ja, ihr habt es gemerkt, das hat so mehr oder weniger ganz gut geklappt. Eigentlich ist es nur eine Nummer, die man tatsächlich machen muss. Und das ist halt Ausweichen. Und zwar diese, ich habe es ja auch beim letzten Mal, glaube ich, schon erwähnt, die Schläge, die er halt macht, die kann man dann, der macht halt so oben, so Schläge von oben quasi. Und das kann man halt quasi durchducken, mehr oder weniger. Das war so das ganze Geheimnis. Kann man sicherlich noch schöner spielen, aber fürs erste Mal ist es, soll es mal gereicht haben. So kommt man nämlich weiter auf jeden Fall. Und nehmt es mir bitte nicht böse, wenn ich da jetzt einfach das Ganze nicht kommentiert habe. Ich musste mich einfach auch ein bisschen konzentrieren hier an der Stelle. Auf jeden Fall, jetzt geht's weiter. Wir werden uns mal das nächste Fleckchen anschauen. Beziehungsweise hier jetzt erstmal umschauen. Ansonsten habe ich in dem Level bis dahin noch nichts weiter Neues gefunden, außer halt, dass wir ja halt ein paar Skills wieder weiter aufgepusht haben. Ist jetzt hier schon. Wir können noch ein bisschen was ausgeben und wir können dann dauerhaft die Umweltkontrolle freischalten. Und das ist nämlich gar nicht mehr so schlecht. Denn damit können wir so kleine Höckerchen zum Beispiel in den Weg der Gegner reinhauen. Und das hilft uns natürlich dann auch wieder, indem wir die ganz kurz so ein bisschen betäuben können.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden das jetzt auf jeden Fall, wir schauen nochmal ganz kurz da auf das Brettchen. Wir sehen hier, dass wir im Club noch nicht alles gefunden haben. Wir haben aber auch ja hier noch nicht alles gefunden. Das war ja das erste Level. Aber wir haben jetzt ein neues Level freigeschalten. Und da gehen wir jetzt nochmal hin und gucken uns das nochmal an. Im fortgeschrittenen Alter. Das wäre das Museum. Wir gucken hier nochmal rein. Der Club, den haben wir mittlerweile, oder habe ich mittlerweile mit 24 Jahren erreicht. Das heißt, der Unterschlupf funktioniert schon relativ gut. Ich glaube, das geht noch besser. Aber das hat es mir natürlich auch ermöglicht mit einer relativ hohen Punktzahl und auch mit einer relativ, ja, mit einem relativ normalen Alter dahin zu kommen. Jetzt haben wir das Museum und wir schauen mal ins Museum. Eyes on the target in the atrium. Everyone get into position. It was foolish of you to come here. Eieiei, okay. Man merkt auch schon wieder, die werden, glaube ich, auch ein bisschen härter jetzt da. Wieder mal. Muss man sich jetzt auch mal wieder dran gewöhnen. Allerdings mittlerweile auch so ein bisschen den Dreh raus, muss man ganz ehrlich sagen. Also, es wird immer besser. Es ist halt so ein klassisches Spiel. Man muss es einfach nur lange spielen oder länger spielen. Und vielleicht auch mal so die Tutorials durchmachen. Und dann wird man im Laufe der Zeit automatisch auch ein bisschen besser. Ich will nicht behaupten, dass ich alles weiß mittlerweile in dem Spiel. Ganz im Gegenteil. Da ist sicherlich noch jede Menge Zeug. Des Museums, das können wir uns dann wieder in unserem Dojo oder in unserem Zuhause da angucken. Ja, ihr seht schon, graues Haar, wunderbar. Und das Alter ist, wie gesagt, ein wenig fortgeschritten. Kann ich da irgendwie reinnehmen? Naja, immerhin Toiletten haben sie hier. Für Männlein und Weiblein. Das ist dann wieder die Abkürzung. Irgendwo gibt es dann die Möglichkeit, mit dem Schlüssel wahrscheinlich direkt das meiste des Levels auszulassen. Finde ich mal cool als Idee, so ein Museum zu nehmen. Das ist auf jeden Fall was, was man gar nicht so oft sieht. Ich glaube, bei Payday gab es mal sowas. Wo man dann halt auch viele Gemälde und so Zeug gestohlen hat. Oh! Moment mal! Hoppala, hoppala, hoppala! Hörst du auf, mich da umzuhauen? Ja, da werden wir jetzt wohl auf die 60 zugehen. Mal gucken, wie weit wir das in dem Museum schaffen. Es ist auf jeden Fall vom, von den Folgen her gar nicht so einfach, hier ein Let's Play zu machen, weil man tatsächlich nie so weiß, was einen da so richtig erwartet in dem Spiel. So, schlitz mal auf. Also mehr oder weniger, lass ein bisschen die Luft raus. Habe ich das Messerchen noch dabei? Habe ich dabei, ja. Noch irgendwas? Hat sich hier auch irgendwie nur so ein Film schon angeguckt hier. She'll be around here. You stay there. Oh man.
schön auf die Tischkante. Da wird sich der Zahnarzt freuen. Ach guck, das ist auch eine Abkürzung hier, ne? Da hätte ich wahrscheinlich auch noch nicht durchkommen können. Wenn ich da frontal aufgelaufen wäre. Instinktiv wahrscheinlich den richtigen Weg hier genutzt. Ausstellung Nummer 2. Das sieht auch verdächtig aus hier. Das ist ein Service-Räumchen oder so. Ja, mal gucken. Na, bleib doch da! Das, jetzt ist er betäubt. Erstens, ich brauche Hitpoints und zweitens, der ist betäubt. Ja, mach ihm das Messerchen mit, oder? Messerchen finde ich, glaube ich, cooler als Schlagstock. Wir hatten jetzt schon so oft Schlagstöcke oder allgemein Stöcke, Stäbe, wie auch immer. Jetzt haben wir mal endlich mal was Scharfes hier. Nachdem wir in dem Alter mit der Dame ja schon nicht mehr so scharf sind, müssen wir das irgendwie ausgleichen. Aber die hat schon Stil hier, ne? Die gute Dame. Also, Falten im Gesicht, aber Stil hat die schon. Und eine Schlagkraft. Das ist auch wieder so ein Vision Box. Boss. Oh, zwei gleich. Haben wir da noch irgendwas zum Freischalten? Nee, irgendwie nicht, ne? You want some more? Nur bei denen erstmal das Muster lernen hier offensichtlich. Ah, hörst du auf, du! Die tun mir ganz schön Aua. Das ist nicht so ohne. Das ist mein letztes Leben jetzt, so. Ja, ich hab dich so enttäuscht, dass ich dich als alte Dame noch aufs Kreuz gelegt habe. Oh, ich kann eine Glühbirne nehmen? Pff, wieso will ich denn eine Glühbirne? Was soll ich denn damit? Den Gegner heimleuchten? Oh weh. Was ist das denn hier? Das hat, glaube ich, wehgetan. Ich glaube, die Gute kann jetzt auch ihre Niere verkaufen. Weil die anderen Körperteile wird sie wohl auch nichts mehr brauchen. So, was haben wir denn hier noch zur Auswahl jetzt auf die Schnelle? Formwiedergewinnung. Ist wohl auch so ziemlich das Einzige, was ich hier noch skillen kann auf die Schnelle, ne? Ach, verflixt, ich hätte noch mal in den Talentbaum reingucken können. Also. Of you.
Nein. Hörst du auf, du? Hörst du auf? Das bringt mir jetzt genau gar nichts, weil ich sowieso jetzt beim nächsten Mal draufgehe. Aber vielleicht kann ich noch ein bisschen Hitpoints aufladen, ne? Im Alter kommt auch die Gelassenheit und Ruhe. Deswegen haben wir den hier nochmal so schön ein bisschen auflaufen lassen zum Schluss. Einmal nochmal gedodged und ne? Dann hat er noch sich wieder auf den Boden gelegt. Oh, da hinten ist ein Schrubber. Die Schrubber waren ja erfahrungsgemäß immer sehr gut. Ich müsste zugehören, wofür diese Karten da sind. Wir gucken jetzt auch mal in die andere Richtung, ob da noch irgendwas ist. Komm ich da vielleicht auch durch? Treppenhaus, ja. Das ist dann auch wieder einfach eine Abkürzung. Was ist das denn hier, was sie hier ausstellen? Superbläschen, Strandurlaub? Irgendwelche alten Platten? Look a little small. Oh, ja, natürlich. Sonst geht's euch aber gut, ja? Du kannst doch nicht eine alte Lady hier so aufs Kreuz legen. Das macht man nicht. Oh, jetzt ist, glaube ich. Jetzt ist aber durch. Ja. Ah, komm, wir machen das Ganze nochmal neu. Wir geben dem Ganzen noch einen zweiten Versuch. Und gucken mal, ob es vielleicht nochmal ein bisschen besser laufen könnte. Eyes on the target in the atrium. Everyone get into position. It was foolish of you to come here. She can't keep up. Liegt denn da hinten noch irgendwas? Könnte da vielleicht noch irgendein Schlüssel oder was liegen? Und vor allem, haben wir jetzt die ganzen Sachen, die wir eingesammelt haben, haben wir die immer noch im Inventar? Weil das sah jetzt hier nicht so aus, als wenn das irgendwas Dauerhaftes ist. Aber wir werden es gleich merken. Dann nochmal hinlaufen, ob wir die Karten dann nochmal einsammeln können. Nee, tatsächlich haben wir das noch. Da kommen wir wohl nicht rum. Stimmt, genau. Da hinten waren wir ja quasi auch schon. Müssen also wieder durch die Ausstellung. Ah, den habe ich mir nicht gemerkt. Allerdings, die kann ich mittlerweile auch halbwegs, die Kollegen. Weil da ist es genauso, auch wie bei diesem Stäbchen-Samurai da, der da mit seinem Feuerstab zukam hat.
Die sind halt auch so von unten anzuschlagen, ne? Schön ist, egal welche Knöpfe man drückt, das sieht immer spektakulär aus. Was haben wir jetzt da hier? Was sind das für Gewürfelkuchen? Haben wir da vielleicht noch irgendwas Schlagkräftigeres? Also. Oh, ist da eine Katze drin? Sieht so aus, ne? Also, keine echte Katze natürlich. Oder es war halt irgendwie so eine Oma-Figur, das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Oh Mann. Gotta enjoy this. Wieso soll ich meine Waffe fallen lassen? Weil er bisher. Genau, damit er mir dann auf die Glocke hauen kann. So haben wir es gern, ne? So, die gute 60 ist wieder da. Mal gucken, wo wir was gelernt haben jetzt in dem Run. Die beiden, die haben mir natürlich vorhin so ein bisschen den Spaß verdorben. You're the one that took down Sean. You'll suffer for dishonoring him. You disappear. Sag mal, warum? Warum kann ich den nicht blocken? Diesmal nicht ganz so viele Leben verloren. Das ist schon mal ein Fortschritt wieder. Das ist schon mal wieder ein kleiner Fortschritt. Das ist aber auch so ein schöner und cooler Aspekt in dem Spiel, dass man halt auch so schnell wirklich auch belohnt wird, wenn man halt besser spielt. Ne? Also sobald du halt anfängst, ein bisschen besser zu werden, siehst du halt sofort, wie es einfach... besser geht. Und hier haben wir mehr Gesundheit rausgenommen als, also reingekommen als wir, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich gehe mit mehr Gesundheit weg, als ich hergekommen bin. Das ist doch auch ganz schick. Was habe ich denn da? Ich habe wieder so ein Butterbrotmesser hier. So, die Nummer haben wir ja auch gerade eigentlich ganz gut erledigt. Mal gucken, ob wir das wieder so schön hinbekommen. Das sieht nicht so schön aus. Da sind unsere schönen Hitpoints alle, fast alle wieder weg, ja. Aber wir haben ja noch ein bisschen Leben.
Schrubber, genau. Die Schrubbernummer, die muss auf jeden Fall wieder gemacht werden. Sobald es einen Schrubber gibt, bin ich auch voll mit dabei. War das hier nicht das? Ah, das war glaube ich unser Endräumchen, oder? Wo dann jetzt hier plötzlich alles angerannt kam? Don't make me run. After all, no freaking way. Ah, das ist also das ist wieder fies, ne? Weil man da halt wirklich viel ausweichen muss. Der richtige eigentlich. Was mal ein bisschen Hitpoints von den dicken Jungs hier. Genau, das wollte ich eigentlich vermeiden. Was wollte ich eigentlich vermeiden? Warum kann ich eigentlich nichts mehr lernen? Was ist denn da los? Ach, guck mal an. Es gibt ein allgemeines Höchstalter zum Freischalten. Aha. Ich hätte vielleicht von unten anfangen sollen zu skillen. Oh, Mama Mia. Oh, ja, wer lesen kann und so, ne? Wäre schon wahrscheinlich ganz gut im Vorteil. Hat er mich doch schon wieder erwischt. Hat er mich schon wieder... Eins haben wir noch, ne? Eins haben wir noch. Ja, wir haben sogar noch, danach noch eins. Also das Räumchen müsste eigentlich noch drin sein. Der nervt aber auch schon tierisch hier, der Junge. Ich soll aber erstmal hier die Kralle der Miezekatze zu spüren bekommen. Das sind doch zwei Gegner. Stop this meaningless crusade here. Kuroki has long since abandoned this life of violence and bloodshed. Turn around and leave now. I only wish to meet her. I told you, Kuroki will not speak with you or anyone else. Ja, dann ist hier halt Wunsch gegen Wunsch, ne? Step aside. You should have stayed at home. Na, der macht es auch. Der macht es jetzt auch. So, letztes. Letztes. Den kriegen wir aber noch weg hier. Also den kriegen wir noch weg, oder? Mal aufgewischt. Muss ich im Schlüssel gerade. Na, guck mal alleine her. Damit kann ich zum dritten Haus direkt durch. Das ist doch eine schöne Nummer. So, Ausgang, Eingang. Hier.
Haben wir zumindest auch noch einen schönen Fortschritt dazu hier. Einen Meter Fortschritt. Ich habe jetzt wirklich gedacht, hier. Na, wenigstens kommen hier keine übernatürlichen. Also wenn man jetzt mal von den Griffeln von Sean absieht, keine übernatürlichen Gegner hier an. Ist auch mal ganz angenehm. Wenn man es in Anführungszeichen nur mit Menschen zu tun hat. Da kommen wir jetzt durch. Aha, da hinten. Aha. Da ist nochmal so eine Statue. Die Todeszelle bringt mir jetzt genau gar nichts. Weil ich dann danach sowieso hops gehe. Spannend sieht es ja schon aus, ne? Was die hier machen. Das ist diese Kuroki, irgendeine Skulptur von ihr sozusagen. Der Chipkarte kommt man hier auch durch. Frage ist nur, was ist jetzt hier der klügere Weg, der bessere Weg? Das ist nicht. Ah, das ist auch eine Abkürzung. Mhm. Genau, also da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich viel von dem Level hier freigeschaltet. Um den tatsächlichen Weg hier abzukürzen. Und da hinten sind nur Toiletten, da brauchen wir glaube ich. Na komm, wir gucken mal hin, ob da irgendwas ist. Ne, geht gar nicht. Dann geht das wohl hier nebenan wieder weiter. Nö, das ist dicht. Dann bin ich jetzt. Dann bin ich jetzt fast ein bisschen überfragt, wo es weitergeht. Doch, Treppenhaus. Sind wir jetzt irgendwie einmal im Kreis gerannt? Ach nee, Moment, wir kommen jetzt. Oder? Also hier kommen wir raus. Aber hier waren wir doch sowieso vorhin schon, dachte ich. Ah ne, da können wir gar nicht gewesen sein. Schlag auf Schlag geht's und da sind wir am Boden und ja, endgültig. Und damit machen wir auch schon wieder, ja, was ist schon wieder? Ein Folgenpäuschen. Das war's für heute für Saifu. Plan wird auch jetzt wieder sein, ich werde wahrscheinlich mal gucken, ob ich die anderen Läufe nochmal ein bisschen durchoptimieren kann, speziell was das zweite Level angeht, dass wir hier nicht als Oma quasi in das Museum auftauchen. Passt zwar irgendwie vom Alter her, aber zum Durchspielen nicht so optimal. Deswegen geht es hier weiter mit dem Museum, sobald ich hier auch mit einem vernünftigen Alter ankomme. Und dann wieder von vorne natürlich. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.